Hallo zusammen, hier ist wieder Atilan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3-Items und zwar möchte ich einmal auf den Gürtel gamblen. Da hatte ich das letzte Mal ja leider nicht so viel Glück gehabt und dementsprechend dachte ich mir, komm, probieren wir es mal nochmal. 40 Tokens holen wir uns zum Preis von 120 Druckmittel des Todes und ja, schauen wir mal. Vielleicht habe ich diesmal mehr Glück, kriege noch einen Gürtel raus und kann ein bisschen Reibach machen. Denn aktuell bin ich die tatsächlich am Verkaufen im Auktionshaus auf verschiedensten Servern, um mir ein bisschen Gold zusammen zu spielen und dann dementsprechend auch mein eigenes T3 irgendwann zu kaufen für alle Klassen. Beim Druid habe ich schon, aber bei den anderen fehlt es noch. Irgendwie hat er jetzt ein Ding nicht gekauft, das kaufen wir jetzt noch. So, jetzt haben wir 40 Stück, gut. Ah, das leckt ein bisschen nach, ne? Gut, war ein bisschen zu viel. So, dann schauen wir mal. Öffnen wir mal ein paar die Items, die 1000 und mehr Gold wert sind. Die verkaufen wir mal. Ha, den ganzen anderen Ramsch, den haue ich beim Händler weg, ne? Also da fangen wir jetzt gar nicht an. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir zusätzlich auch ein bisschen was von der Materialie hier raus, von diesem Gewebe. Und zwar brauche ich das, um mein eigenes T3-Stuff abzugraden. Deswegen bin ich hier auch auf dem Schurken. Denn beim Druid, wie gesagt, habe ich das ganze Set fertig. Und dementsprechend, macht es eigentlich nur Sinn, dass ich das hier auf dem Twink mache. Denn auf dem Druid könnte ich dann mit dem Material hier nichts mehr anfangen. Die ist leider seelengebunden. Dann kann ich so eine wegschmeißen. Ich kann es halt nicht mehr verkaufen. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht von Blizzard tatsächlich. So, jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir schon mal rein, was wir bis jetzt so rausgezogen haben. Also, das ist nichts wert. Das ist ein bisschen was wert. Alles soweit Crap, so wie ich das sehe. Oh, 49.000. Da können wir mal gucken. Das würde ich eventuell auch mal schauen. Naja, komm, hier 9k, why not? 24. Diese weißen Sachen, ne? Die hat halt teilweise keiner im Auktionshaus, deswegen sind das so hohe Preise. Sind aber, wenn wir ehrlich sind, ganz klar auch Mondpreise. Ne? Heißt, die werden für so viel definitiv nicht weggehen. Aber probieren tun wir es mal. Ab und an treffen Leute komische Entscheidungen, kaufen sowas trotzdem. Ist zwar selten, aber wir probieren es mal. Ne? Stellst ja eh mit TSM rein. Klar, wenn du viele Items reinstellst, kostet natürlich auch Zeit. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber naja, es ist schon halbwegs angenehm, das mit TSM zu machen tatsächlich. Ah, 21k. Komm, jetzt gib mir mal noch einen Gürtel hier. Mittlerweile hätte ich mir doch noch mal einen verdient, oder nicht? Jetzt haben wir nur noch 5 Dinger. Okay, dann haben wir nur noch 4. Die letzten 3 vielleicht. Noch so ein Phylacterium-Gewerbe. Gewebe. Noch eins. Ah, belastend, wieder kein Gürtel drin. Das tut weh. Das tut weh. Bitter, bitter, bitter. Naja gut, sollte nicht sein. Schade. Schade. Viele habe ich jetzt nicht mehr. Und ja, damit sind wir tatsächlich wieder durch mit dem kleinen Opening-Video. Diesmal war es leider wieder nichts. Mein Gürtel kriege ich irgendwie nicht. Und naja, vielleicht habe ich dann nächste Woche mehr Glück, wenn ich wieder ein bisschen was gefarmt habe. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.